Hey, glaubt ihr, dass Obdachlose je Sex miteinander haben? Vermutlich, aber darüber will ich nicht nachdenken. Ich weiß sicher, dass sie es tun. Ich verbringe den Großteil meines Tages damit, Sex von Obdachlosen zu unterbrechen. Das stinkt doch, oder? Oh ja, und ob das stinkt. Und reden wir da über Gruppennummern oder über Pärchen? Oh, alles ist möglich, solange es unter eine Abdeckplane passt. Da ist ein Treffpunkt, wo es massiv abgeht, hinter dem Müllcontainer vom Starbucks. Wisst ihr, was mich an Starbucks wirklich nervt? Dass man immer seinen Vornamen angeben muss. Ja, das ist total indiskret. Was ist aus dem anonymen Kaffeegenuss geworden? Hey, wisst ihr was, Jungs? Das, genau das, dieses weitschweifige, langweilige Gespräch über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden. Ha, eigentlich keine schlechte Idee. Wirklich? Ein Podcast? Muss man nicht ein Technikfreak sein, um sowas zu machen? Na, gar nicht. Jeder Trottel mit einem Computer kann das. Dann steht es fest, wir sind alle Trottel. Machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Ja, cool. Das machen wir. Ist das wirklich wahr? Machen wir es sofort? Das wird toll. Wir haben nichts mehr gemeinsam gemacht, seit wir beim Birdwatching waren. Das ist das gelbköpfige Papageiengesicht, auch Larry Bird genannt. Oh. Er ist ein Einzelgänger. Seine Federkrone dient dazu, Artgenossen abzuschrecken. Wenn er bedroht wird, lässt er sein Gesicht anschwellen. Was frisst der Peter? Gin und alles, was er in der Schüssel an der Flughafenbar findet.